Neues Video vom Basteltown. Ich fange rein theoretisch mit dem Schrank an, aber muss mir dafür ja erstmal noch eine Vorrichtung bauen. Weil ich mir ja diese Dinger gekauft habe. Und zwar Schrankverbinder von Hettich. Die machen wir jetzt mal auf. Und ja, schauen Sie uns an. Und ich denke mal, ihr kennt die hier alle. Und ich verbaue die jetzt, also ich habe schon tausende von den Dinger verbaut. Denn ich habe mal im IKEA gearbeitet, was nicht viele wissen. So, die beigen müssen wir aufheben, weil wir bauen den Schrank nämlich aus Buche. Und das finde ich jetzt zum Beispiel nicht gut. Also die kann man aufheben. Aber guck mal, wie viel ich jetzt übrig habe und wahrscheinlich nie mehr benutzen werde. Aber egal. So, wir haben hier eine Höhe, ist sogar drauf, alles aufgeschrieben. 25, Breite, Höhe 11,5. Diesen Wert brauchen wir später, 11,5. Und es ist alles bezeichnet. Und falls ihr wissen wollt, für was diese Dinger hier sind, also diese blauen, die sind einfach dazu da, dass wenn ihr das reinschraubt, richtig senkrecht heben könnt und ja, das Ding dann schraubt. Weil einmal schräg angesetzt, schräg im Schrank drin, passen die hier nicht mehr richtig. Euer Regal sitzt schräg im Schrank drin ein bisschen. Jetzt die Frage, was müssen wir da bauen? Also ich habe so eins im Internet gesehen, auch auf Amazon, ich verlinke euch das mal unten, kostet 60 Euro oder sowas. Kann man kaufen, muss man aber nicht. Was müssen wir jetzt bauen? Wir müssen einmal eine Schablone bauen, die anlegbar ist, und zwar beidseitig der Abstand zu dem Loch, wo man dann bohren kann, muss identisch sein, dass man links und rechts anlegen kann, das ist schon mal klar. Und dann brauchen wir noch eine Schablone, die gleich seitlich ist, das Loch auf Achse mit dem Loch, dass wir in der Stirnseite ein Loch reinbohren können, weil das brauchen wir ja. Ein Loch in der Stirnseite. Wenn das jetzt das Seitenteil ist, brauchen wir diese Schraube hier drin. Bei mir sind es Achse, will ich 5 cm machen. Und da brauche ich jetzt ein Loch. Das ist klar, das ist einfach. Da legen wir das andere Brett dran und bohren dann das Loch auf Achse mit dem Loch auf der anderen Seite. Das hier muss aber in die Bodenplatte, denn das Teil wird ja später hier durch dieses Loch kommen. Und da müssen wir jetzt ja die Schablone bauen, ne? Nur damit ihr jetzt versteht, um was es geht und was wir bauen müssen, ne? Also bauen wir erstmal die hier. Ihr habt hier alle Maße drauf, die ihr braucht. Das ist doch mal perfekt, oder? Heißt, ganz einfach, diese Bohrung muss 12 mm tief sein. Dann haben wir das Querloch, wo kommt, muss Achse 7 mm haben. Und zwar von dem Loch hoch 7 mm, ne? 16 mm breit ist das Brett, ist damit einberechnet. Und 25er Loch bohren. Jo. Was gibt's da? Das Stirnloch sollen wir auf 8 mm bohren. Dann passt's ja. Gut. Brauchen wir die Vorrichtung. Was wir da jetzt bei der Vorrichtung beachten sollten, ist die Wahl vom richtigen Holz. Ich habe noch eine Menge Multiplex übrig. Das ist besser geeignet wie ja, Echtholz, weil ich meine, ja, das andere ist auch Echtholz. Aber hier haben wir, kann sich verziehen oder sonst was, kriegt Wellen rein. Ich meine, auf so einer kleinen Größe wahrscheinlich nicht, aber wir nehmen Multiplex. Ich werde jetzt hier nur 10 cm runterschneiden. Zweimal. Eigentlich können wir es viermal. Wir brauchen ja einen Anschlag. Hier haben wir unsere Teile. Jetzt müssen wir das so rum zusammen machen, dass wir hier auch einen Anschlag haben. Und vorher aber hier, was haben wir? Achse ist 33,5. 33,5. Und jetzt noch bei 5 einen Strich. Dann haben wir nämlich gleich die Mitte. Und hier müssen wir jetzt nämlich 15 mm und von unten nochmal 7 dazu.
heißt 22. Da ist dann Achselloch vom, sagt's mal schnell, von der Stirnseite. Stirnseitenbohrung. So. Und die bohren wir jetzt schnell. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Leim hin. Verbinden das einmal hier. Jetzt brauche ich als erstes mal hier einen Strich bei 5 cm. Und da wir ja hier Achse 5 cm haben, muss auch das Loch später bei 5 Nei. Oder besser gesagt, jetzt, das bohren wir ja gleich. Und zwar 12 mm und da kann ich euch empfehlen, ENT Bohrstopp, genial. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, ein bisschen daneben machen wir bei 8 cm noch ein Dübelloch rein. Jetzt wird es leicht, bis auf die Tiefe abschätzen, denn wir sollen ja nur 12 mm tief reinbohren und das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Da müssen wir aufpassen, wa? So, und ich nehme da jetzt einfach den Messschieber und wenn ich 12 plus 15 tief bin, ne, das Loch 27, dann habe ich die 12 mm. Und wenn wir das jetzt haben, und zwar die Tiefe, nehmen wir den Bohrer, machen den rein, nehmen ein bisschen Le Crepe-Band und kleben das dann so hin. So. Jetzt nehmen wir das einfach rüber, legen das an und jetzt können wir auch schneller bohren. Bis nur einmal die Mitte finden, die Tiefe. Jetzt kann die Schablone weg. Dann nehmen wir diese Schablone, machen die hin, spannen auch fest und bohren jetzt mit dem 8 mm Bohrer hier rein. Nehmen wir jetzt das Brett, die Löcher passen einmal frei, zeichnen uns noch schnell die Dübellöcher an. Dann nehmen wir meine Duo-Dübler-Schablone, die ich mal gebaut habe, Bohrhilfe. Funktioniert einwandfrei, wir brauchen jetzt allerdings nur jeweils ein Loch. Heißt, ich lege das hier an, fahre hier auf Achse.
und bohr rein. Und so sollte dann euer Ergebnis am Ende sein. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr einfach Schränke bauen, weil das ist jetzt das Komplizierte am Schrank bauen. Gut, die Tür müssen wir noch einbauen. So leicht ist es dann auch nicht mit den Topfscharnieren. Aber das kriegen wir alle hin. Wir können sowas. Und vor allem kannst du ganz einfach einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar oder auch ein Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast. So, jetzt gucken wir mal, ob das, was wir gebaut haben, auch wirklich zusammenpasst. Und ob ich euch dann Mischbock erzählt habe. Aber ich glaube, nach der Schablone und so arbeiten kann jeder. Das wird jetzt passen. Und ich freue mich schon wie ein Schneekönig. Also ich mache jetzt Dübel rein, obwohl ich nicht will, weil ich nämlich alles wieder rausmachen muss hier, weil hier noch ein Falz dran kommt und das will ich an der mit der Fräse machen und da ist dann das Zeug hier im Weg. Aber ich hole die wieder raus. Und hier ist mein neuer Hammer. Der ist cool. Und ja, hier steht 500 Gramm. Der Hammer ist aber eindeutig schwerer. Und warum steht hier nur 500 Gramm, wenn er schwerer ist? Es handelt sich um diesen Kopf hier, nicht um den gesamten Hammer bei einer Gewichtsangabe, ne? Wenn ihr einen 5 Kilo Hammer habt, hat nur der Kopf vorne 5 Kilo. Mit dem Loch, wo oben drin ist. Da der hier jetzt aus einem Stück ist, oder aus einem Stück Stahl, ist der natürlich schwerer. Aber es zählt immer nur der Hammerkopf, ne? Nicht der Griff. Jetzt nehmen wir die Dinger, setzen die da rein. Ja, dann testen wir mal, ob das klappt. Ups. Jetzt wissen wir, wie wir die Dinger bauen und jetzt darf ich den ganzen Schrank bauen mit Rückwand und so, Türen, Türgriffe. Also Kanal abonnieren und die Glocke anmachen, denn dann bekommst du Bescheid, wenn das nächste Video kommt. Oder wenn das Video online ist, haue ich dir das unten in die Videobeschreibung noch mit dazu. Heißt, du kannst dann gleich, wenn das online ist, dir das erst anschauen und dann das Video, wo ich den Schrank baue. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video. Euch viel Spaß in eurer Werkstatt und was ihr da so macht oder baut. Ich bin raus und ciao.